In Ihrer Meinung ist es passiert, dass man Sie nicht glauben, weil Sie haben das sehr schnell erzählt, in 2 Wochen, 18 Jahre und sehr frech, sehr, sehr, sehr gut. Und dann in 2, 3 Jahren dreht das ganz. Wie ist das passiert, meinen Sie? Ich denke, dass das Ganze auch zu einem Selbstläufer wurde. Manche neideten mir die Öffentlichkeit. Andere wiederum wollten sich selbst ins Licht der Öffentlichkeit rücken als Aufdecker, Aufklärer. Sie wollten sich hervortun, auch politisch hervortun. Wieder andere wollten einfach noch mehr ein Opfer aus mir machen, als ich es eh schon war. Viele wollten einfach, dass es mir nicht nachher besser geht als vorher, damit sie sich besser fühlen. Es gab auch sehr intelligente Menschen dabei, die über sie reden. Wie haben sie das angeschaut, wann die das haben gemacht? Naja, also mir ist nach und nach aufgefallen, dass viele Menschen, die man so von außen schätzt oder bewundert, diese Bewunderung nicht verdient haben, dass sie sich nur selbst gerne reden hören und dass sie sehr eitel sind. Een van de mensen die daar, ja, waren alle speculaties over haar ontvoering. En met name over het feit dat er meerdere daders zouden zijn en dat het helemaal niet zo erg was eigenlijk. En daar zat ook een rechter bij. Auch der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovic, lässt sich von Spekulationen leiten. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Hinweise auf einen zweiten Täter oder schließen Sie sich dem an, was hier gesagt wurde, es gibt keinen zweiten Täter? Also, mein Schweigen müsste Ihnen genügen. Ich sage nichts dazu. Er sagt dann aber doch etwas. Nämlich, Kampusch habe es in ihrer Gefangenschaft womöglich besser gehabt als bei ihren Eltern. Das ist doch eine Beleidigung. Es war eine große Beleidigung. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Und für jede Familie im Prinzip. Wie hat Ihre Familie reagiert? Also meine Mutter hat ihn verklagt. Und? Ja, sie hat in erster Instanz Recht bekommen, aber dann leider nicht mehr. Aber es ist auch klar, er war mal Verfassungsgerichtshofspräsident und so jemanden verklagt man nicht oder besser nicht. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es jetzt mit der Sache gut. Weil ich auch weiß, dass es einfach nur eine Art Pfauenspektakel war. Es hat sehr weh getan in der Zeit, als es passierte, aber jetzt finde ich, ist es schon wieder eine Zeit her und jetzt kann ich wieder aufatmen. Können Sie aufatmen und in Zukunft schauen? Natürlich. Wie machen Sie das? Ich denke einfach an die Zukunft. Ich fokussiere mich auf meine Ziele und das hilft mir viel. Sie haben schon, wann Sie gefangen sind, haben Sie gesagt, ich habe ihm schon, weil er machte, was er machte, habe ich gesagt, okay, ich verzeihe dich. Warum war das so wichtig für Sie? Es war wichtig, um nicht verbittert zu sein. Auch während der Gefangenschaft war es mir wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und mein Leben zu erhalten und zu gestalten. Und nach der Gefangenschaft war es mir auch wichtig, nicht ewig in dieser Sache verstrickt zu sein.